So, herzlich willkommen zu Pokémon, die Nuzlocke-Schule! Entschuldigung. Ich bin so bescheuert. Ja. Gras und so. Okay. Ernsthaft? Ja. Ich muss jetzt wirklich mal nachgucken. Ja, okay. Läuft. Gut, hat sich. Ich habe jetzt eine Tabelle noch offen mit den Status, Vorteilen, Nachteilen, wie auch immer. Damit wir das auch offen haben. Und hier drüben war noch Gras irgendwo, oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Kann man an den Bikern hier vorbei? Ja, es war oben irgendwo in der Mitte. Wir könnten auch angeln. Nee! Sei ein Rebell. Haru! Rebellen! Alter, wer ist denn er? Hm. Okay, blöd für dich jetzt. Dann werden wir bei dem einen Wiese noch versuchen, was Cooles zu fangen. Und dann gehen wir in die Arena. Ne? Ich finde den Plan gut. Wo ging es eigentlich danach hin? Prismania City haben wir fertig. Gegen war ein Unlicht gut. Halb gegen Kampf. Oh. Aber doppelt gegen Psycho und Geist. Okay. Die Tabelle ist gut, die muss ich öfter aufmachen. Danke an Chris nochmal fürs Schicken. Ah, okay. Lass mich jetzt bitte vorbei. Ich hoffe, jetzt kommen nicht mehr so viele. Schulterblos fangen, Junge! Was ist denn da links los? Warum ist da niemand? Dann will ich da drüben lang fahren. Warum? Abgefahren. Okay, warum gab's sowas? Dieses Pokémon ist einzigartig. Aha. Scheiß Individualisten. Ein Hinweis, achte auf weggeworfene Items. Wir sind Biker, Könige des Highways. Jetzt müssen wir doch gegen Devil's Angels hier. Hell's Angels, nicht Devil's Angels. Entschuldigung. Report me. You know. Gegen Gift. Boden, Psycho. Psycho? Okay. Ja, yeah, you know. War ja echt total effektiv. War das so tanky, das Vieh? Das ist ja krass. Oh, ich sehe es schon sterben. Ich sehe dich schon sterben, Benny. Es ist mir jetzt ein bisschen zu heiß mit dir hier. Erstmal Superschutz. Ne, erstmal im Wasser. Jetzt ein Aperol-Spritz. Wo
stupid, dass wir noch so viele Sonderbonbons haben. Aber ich, wenn ich jetzt einfach so random verteilen würde, das wäre, glaube ich, ein bisschen Verschwendung. Wir müssen irgendwas Cooles damit machen können. Vielleicht findet sich noch was. Mach's nicht so spannend. Nur, ja, ist cool. Biker Fridolin. Fridolin? Oha. Er ist mit der härteste von seiner Gang. Hells Angels gegen. Nee, war das? Bandidos gegen No Angels. Das Bild ist so genial. Irgendwas Cooles, komm. Radikal. Was ist mit dir? Nee. Also Normal-Pokémon brauche ich wirklich nicht. Jetzt gehen langsam die Vorkommen aus. Nur so eine Scheiße bis jetzt. Psycho. Nimmt doppelt von Käfer, Geist und Unlicht. Geist! Geist! Geist? Nee, hier, Buddy. Oh, wow. Aber ich das irgendwo annähernd bis dahin trainiert habe. Was hat denn das alles für Geisterattacken? Selbst wenn, ich komme niemals bis Gengar. Ich glaube, es lohnt sich wirklich, dass jetzt die Erfahrung, die wir bekommen auf dem Weg, noch unter noch mehr Pokémon aufzuteilen. Okay, es ist ein bisschen eintönig, was wir jetzt haben. Wie man hier arbeiten muss. Ich hätte doch. Es geht. Ja, logisch, es ist immer das gleiche Gebiet, wenn ich jetzt einfach in dem gleichen Gebiet angel, weil das Betrug. Da muss ich mir mal ein Gebiet raussuchen, wo eh nur Crap unterwegs ist. Oder haben wir irgendwo ein Gebiet, wo eh gar kein Pokémon unterwegs ist? Also so im Gras. Wenn, dann müssten wir wahrscheinlich ganz nach bei Alabastia. Da können wir zum Beispiel dann mal angeln. Einfach nur, um zu kicken, was da so im Wasser ist. Wobei, da können wir einfach dann surfen. Oder kann man angeln? Beim Angeln kann man andere als beim Surfen, ne? Was hatten die alles? Ne, die haben ja Psycho. Gegen Psycho. Käfer, Geist, Unlicht. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt? Halt. Na, zwei Sonderbonbons. Komm, du bist mein Mann. Du musst dir mal ein bisschen. Genau. Vielleicht habe ich was verpasst. Ach, das war das. Okay. Hallo! Der Erfolg hängt nicht von der Stärke deiner Pokémon ab. Es kommt auf die Strategie an. Intelligenz obsiegt über hohe Kraft. Naja. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Milo Jovovic. Oha. Die sind mir doch einiges an Level voraus. Kacke. Ich glaube, ich werde Turzog trotzdem jetzt noch die beiden Sonderbonbons reindrücken. Oder nach dem nächsten Level ab. Machen wir jetzt so. Boah, nur mit Biss. Biss ist jetzt nicht so eine geile Attacke. Okay, das Zurückschrecken ist nice. Aber vom Schadensoutput her. Zumindest hält es viel aus. 1400. Außerordentlich. Okay. Komm, wir nehmen alle mit. Ich möchte später mal ein Ninja werden. Homo. Chuck! Wow, Alter, Chuck.
Ich ärgere mich immer noch, dass ich bei den Namen nicht auf die Geschlechter geachtet habe. Jetzt habe ich ein weibliches Erwin. Könnt ihr euch eigentlich alle bloß die gleichen Pokémon leisten? Das habe ich als Kind schon aufgeregt. Wieso holt man sich zum Beispiel als Teenager 6 Radfratz? Obwohl als Teenager war es für mich 6, also als Teenager. Was ist ein Teenager? Mhm. Erhöht die Verteidigung. Nö, nee, hat er genützt. Respekt. Ich glaube fast, mit Wasser können wir trotzdem mehr Schaden machen. Wir gucken mal, wir probieren es mal aus. Biss macht Half-Life. Aquaknarre. Ja, okay, Volltreffer. Jetzt verfälschst du hier mein Ergebnis, mein Testergebnis. Stupido! Schon wieder Volltreffer. Erwin hat einfach Bock. Ich hab verloren. Geht aber auch gar nichts. Er ist ein Fuchs. Der wird Ninja. So, Sonderbonbon. Du wirst mein Star. Me. Alter, wie spät lernt er denn Hydro-Pumpe? Sieht aus wie ein Ladenbesitzer. Meister Koga unterweist mich in der Kunst des Ninja-Kampfes. Der Einsatz von Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Klar, in Pokémon ist es eine Tradition, nur von Ninja-Meistern Pokémon einzusetzen. Edgar. Das ist Gift. Das ist Gift. Bier ist für mich Abfall. Von Boden Psycho. Okay, das macht ein Drittel live. Das auch. Scheiße, ich hätte noch Tränkunse mitnehmen sollen. Ich bin ja doof. Sandama, alles klar. Läuft bei dir. Oh, okay, er ist vergiftet. Ey, das war vorauszusehen. Erwin! Immunsystem und so. Ich hoffe, ich habe genug, ich habe eh Gegengift dabei. Hoffe ich. Aber wechsel bitte trotzdem mal. Gift gegen Gift. Boden, Psycho, alles klar. Benjamin! Du dicker Elefant. Benjamin. Einmal mit Profis, ey. Ihr seid doch alle komplett dicht, ey. Gut, dass es an sich nicht viel Schaden macht. Trotzdem mies. Was habe ich denn an Tränken dabei? Autsch. Opfer. Gegengift habe ich... Ich habe noch 3 Tafelwasser. Gift. Ich habe so viel geholt vom Vertania-Welt. Das kommt mir jetzt zugute. Da schaffen wir noch einen Kampf.
Du musst einmal komplett rum, oder hier wieder runter? Wie war denn das? Hier. Hey, das sieht ja jeder. Komm, wir machen nur einen Kampf hier. Sonst lassen wir uns nur die Erfahrung entgehen. Ein bisschen müssen wir mitnehmen. Das war's jetzt. Erwin sowieso der Stärkste. Also überall der Stärkste. Aber egal. Was hat denn der Kugel gehabt? Ich glaube, der hatte auf jeden Fall Simsala zum Schluss. Der hat nämlich nur Psychokinese gemacht. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hypno hat er, glaube ich, auch gehabt. Und der hatte noch irgendwo Slimog oder Erwin. Mann! Du bist komplett dämlich. Jetzt eh selbst verletzt. Oho, der Herr bequemt sich mal zum Angriff. Der hat irgendwo noch entweder Slimog oder Dings. Smogmog. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Kann man sehen. Ich lass mich überraschen. Ich hab's vermasselt. Wir alle. Aber unfähig. Hier unten. So. Hier geht's für uns nächste Folge weiter. Ich werde nochmal offscreen durch ins Pokémon Center gehen und mir ein bisschen was kaufen und so. Oder? Das Übliche. Sehen wir uns dann im nächsten Part, hoffe ich. Danke fürs Zusehen wie immer. Tschüss.